Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. Ja. Junge. Was ist das? Die Glühende. So. Oh, noch gereicht. Gucken. Easy. Es ist Zeit für uns. Sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Also... Papa, es ist noch früh. Ich suche Sophie. Wo ist sie hingegangen? Sie sagte, sie müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern. Aber du kannst bei uns warten. Wenn du wissen willst, ob ich einen Freund habe... Ich habe keinen. Was nicht heißt, dass du auch nur die leiseste Chance bei mir hast. Die hast du nicht. Wenn du glaubst, mich würde es interessieren, ob du einen Freund hast, liegst du falsch. Aber auch wenn du deine Meinung über meine Chancen änderst, meine ändere ich nicht. Na gut. Was führt dich her? Pass gut auf Barney auf heute. Der Typ ist wie ein Neonschild, auf dem steht, zum Chaos hier lang. Stimmt. Ja. Das ist die beste Information. Sie hat keinen Freund, aber sie hat kein Interesse. Hey, du, ja, Junge. Lass uns saufen. Hast du Sophie gesehen? Ich suche nach ihr. Ah, unser tapferer, verschissener Pilger. Ich hab dich gesucht. Trink! Prost! Tut mir leid, ich trinke nicht gern direkt aus der Flasche. Hoho, euer Hochwohlgeboren wünscht ein Glas. Hey, hat dieser Dämlack Alberto dein Funkgerät geprüft? Dieser Volldepp kriegt keinen geraden Satz raus. Denn sein Hirn muss aus Schweizer Käse bestehen. Zeig mal ein bisschen Respekt, Humphrey. Alberto ist ein Genie mit Waffen und Rüstung. Was ist denn deine große Fähigkeit? In der Harmonika furzen und es Musik nennen? Hey, ihr elenden Wichser! Sprecht euer letztes Gebet. Barney kommt. Und er wird euch in den Arsch treten. Ja. Ich reiß euch den Schädel ab. Dann das Herz. Das Ding. Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie? Ja, sie ging... Sie meinte... Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Das. Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Oh, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo, warum? Was meinst du? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ich weiß gar nicht, wie man Pilger wird. Ja, genau. Ist keine große Sache. Ich bin nicht besonders interessant. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo, lass ihn in Ruhe! Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt habe. Hast du? Noch nicht. Aber ich bin vielleicht nah dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Er war mein bester Freund. Wir waren wie Brüder. Wir kannten uns schon ewig. Er verschwand wie die anderen Kinder.
Wegen dieser beschissenen Tests. Die GRE-Tests, ja. Tests? Du meinst GRE-Tests? Weißt du, dass sie versucht hatten, hier einen Impfstoff zu entwickeln, als sie die Mauern bauten? Alles brach innerhalb von wenigen Wochen zusammen. Eines Tages verschwand Federico einfach so. Wir hatten Fußball gespielt. Ich ging danach nach Hause. Er auch. Und ich sah ihn nie wieder. Ich bin sicher, dass sie ihn geschnappt haben. Und das ist noch nicht alles. Weißt du, er war nicht das einzige Kind, das in jenem Winter verschwand. Es gab noch andere? Zwei Mädchen verschwanden zur gleichen Zeit aus dem Nachbargebäude. Und noch weitere in der ganzen Stadt. Und keines der Kinder wurde je gefunden? Nein, aber nach dem, was Federicos Mutter sagte, glaube ich zu wissen, was passiert ist. Federico war einen Monat zuvor mit Lungenentzündung im Krankenhaus gewesen. Seiner Mutter wurde mitgeteilt, dass ein GRI-Doktor Blutuntersuchungen angeordnet hatte, aber sie wollten ihr nicht sagen, warum. Eine Woche, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war er verschwunden. Mhm. Kannst du dich an den Namen des Arztes erinnern? Keiner kannte ihn. Und im Krankenhaus rückte ihn niemand heraus. Nur, dass er sich um geheime GRI-Angelegenheiten kümmerte. Dann brach überall die Hölle los. Die GRI brach zusammen. Danach wurden einige der Kinder im Zentralring gesichtet. Aber nicht Federico. Jeden Tag frage ich mich, was mit ihm geschehen ist. Ich hoffe, dass er am Leben ist. Und dass du ihn irgendwann findest. Okay. Wie viel Bonus. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susi, Logan! Ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide! Bernie! Ralph! Auf euch! Ich liebe euch! Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr, aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Ach, meine Geschichten sind gerade nicht so wichtig. Ich verstehe. Ich erzähle meine nicht, dann erzählst du deine nicht. Gut. So meine ich's nicht. Ach nein. Das ist eine alte Geschichte, die noch immer zahlreiche unbeantwortete Fragen hat. Bist du deshalb zum Pilger geworden, um diese Antworten zu finden? Du siehst absolut nicht wie ein Verbrecher aus. Zumindest für mich nicht. Ja, weil du mich nicht kennst. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Hier. Trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Villador. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger.
Ja. Schaffe ich doch. Und abholen. Okay. Wir werden anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Okay, Banditenlager. Nicht viele Wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. Okay. Da nicht. Was für ein gottverdammtes Drecksloch, dein Ernst? Wen haben wir denn hier? So, Banditen, so. Planänderung, Aiden. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell! Ich tue, was ich kann. Was zum... Zeigen wir den Wichser! Verdammt. Ich bin weg. Oh. Wie gefall ich dir jetzt, du Bastard? Du entkommst nicht, Arschloch! Nimm das! Du ganz mir! So, wo ist der Letzte jetzt? Keine Ahnung. Okay. Hier stimmt was nicht. Weil zur Alarm rufen wollte, jetzt kann das nicht mehr. Jemand Karten dabei? So. Bisschen Loot holen noch. Benötigt Dietrich, jawohl. Dann machen wir halt mal ein paar. Naja, du willst abbrechen.
Machst du Mühe und gehst übers Dach rein. Schleichen. Das kann doch nur ein Witz sein. Halt die mal weg. Zwei Wurfmesser. So. No, nee. Falsch Körper. Gut. Monotopf. Was wollt ihr eigentlich? Du dummer Hurensohn. Lass den Weg. Nein. Damit ist er halt lang geschlagen. Verdammt. Mal schauen, ob ich das Ganze nochmal machen muss. Lasse. Ne, die Seite sie geht leer aus. Ich nur Täuschkörper. Man glaubt, hat kein Damage. Probier aus. Ne, man kein Damage. Gut, ich brauch. Du bist tot. Jetzt hab ich dich, Arschloch. Ja, das war klar, dass ich den nicht abwehren kann. Du gehörst mir. Arschloch. Hier ist Endstation.
Oh. Dich hole ich mir. Nein, ich wollte sie. Hier ist Endstand. Aua. Verdammt. Sie sind tot. Dieser scheiß Koloss. Ja. Naja. An dieser Stelle war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich schaue das nächste Mal, dass ich das Banditenlager Kleinholz mache. Hatten sie gerade gut down, bis auf den einen großen. Ja. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, gebt einen Daumen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus.